Herzlich willkommen bei Spirit. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Das ist der Anfang eines Sonetts des katholischen Schriftstellers Reinhold Schneider, dessen Werke zum christlich-konservativen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beitrugen. Wahrhaft prophetische Worte aus dem Jahr 1936, als noch niemand das Ausmaß von Rassenhass und Kriegswahn erahnen konnte. Aber auch heute tut das Gebet Not. Skandale und Zerrissenheit in der Kirche, eine sich immer weiter ausbreitende Christenverfolgung weltweit, Kriege und Katastrophen oder die Verdunstung des Glaubens in der westlichen Welt. Der Gründe zu beten gibt es viele. Der emeritierte Bischof Hubert Bucher hat diese Zeichen der Zeit erkannt und ein Buch geschrieben, das zugleich ein Appell ist. Es trägt den Titel »Der lebendige Rosenkranz – Ein Gebetssturm, den unsere Welt nötig hat«. Über dieses Buch und die Idee dahinter spreche ich heute mit Oberstudiendirektor Günther Jehl, der diese Gebetsinitiative an seiner Schule umsetzt. Grüß Gott, herzlich willkommen bei Kirche in Not, Herr Jehl. Grüß Gott. Herr Jehl, bevor wir uns mit dem lebendigen Rosenkranz befassen, vielleicht einige Worte über Bischof Hubert Bucher, den sicherlich nicht alle unserer Zuseher kennen werden. Bischof Bucher wurde 1931 in Regensburg geboren, wollte dann ursprünglich eigentlich sich der Tiermedizin widmen, ging ein Jahr nach USA und hatte dort dann letztlich die Überzeugung, er möchte in die Mission gehen, also ein kompletter Wandel seiner Berufsausbildungswünsche, und ging dann ins Priesterseminar, wurde 1957 zum Priester geweiht und ist direkt nach einem Jahr Kaplanszeit nach Südafrika gegangen als Missionspriester. Dort wurde er dann Mitte der 70er Jahre Bischof der Diözese Bethlehem, und nach über 30-jährigem Wirken dort ist er mittlerweile wieder in seiner Heimat in Regensburg im Ruhestand angelangt. Und da haben Sie ihn kennengelernt oder waren die Beziehungen schon früher da? Wir hatten das Geschenk, meine Frau und ich, wir haben ihn kennenlernen dürfen am 13. Oktober 2017 bei einem Fatima-Gottesdienst. Unser Kirchenchor durfte dort singen. Beim Abendessen anschließend nach dem Gottesdienst saßen wir uns gegenüber. Das war die erste Begegnung und der Kontakt. Von da aus habe ich ihn an die Schule eingeladen. Er war im Frühjahr 2018 an den beiden Schulen, die ich leiten darf. Und so hat sich der Kontakt ergeben bis hin zum lebendigen Rosenkranz. Jetzt sagten Sie gerade, Bischof Bucher ging schon in den 50er Jahren in die Mission. Mhm. Welche Bedeutung hat Mission in seinem priesterlichen Leben? Also er ist ein unglaublich überzeugter marianischer Christ. Als Bischof hat er das gelebt. Und er wollte auf jeden Fall in den Gesprächen und in der Lektüre, habe ich das so rausgehört, er wollte auf jeden Fall nicht eine europäische Kirche einfach eins zu eins transferieren in die Missionsländer, sondern er wollte wirklich, dass die Menschen diese frohe Botschaft Jesu Christi auch leben und auch selber weitergeben. Also nicht nur den Katechismus lernen, sondern ihn auch mit Leben erfüllen und mit ihrer eigenen Art auch weitergeben. Sie sagten, Mission spielt in seinem Leben eine Rolle, er ist marianisch geprägt. Welche Rolle kommt dem Gebet zu bei Bischof Bucher? Also er schreibt auch in seinen Büchern, er hat auch mehrere geschrieben, dass er während seiner ganzen Zeit der Missionierung, aber auch während seiner Bischofszeit, lange, lange Autofahrten automatisch machen musste, weil das Gebiet natürlich sehr groß war. Und insbesondere bei den Autofahrten, aber auch im Grundsatz, hat er praktisch immer gebetet, insbesondere das Rosenkranzgebet. Und die Erfolge, die er auch erringen konnte im puncto Missionierung, die schreibt er in erster Linie natürlich dem Gebet zu. Sprechen wir jetzt mal über das Rosenkranzgebet. Da tun sich ja viele Menschen auch ein bisschen schwer mit. Vielen Menschen gilt es als altes Gebet, ein bisschen antiquiert. Und manche Menschen sagen auch, es sei ein marianisches Gebet, das gewissermaßen die Aufmerksamkeit von Jesus Christus ablenke. Ist das so?
Also ich glaube überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht ist es ein natürlich an die Mutter Gottes gerichtetes Gebet, das aber in den Rosenkranz-Geheimnissen zum überwiegenden Teil, also zwei Gesetze ausgenommen, ja Lebensstationen oder das gesamte Leben bis hin zur Auferstehung Jesu Christi beleuchtet. Also es ist eigentlich für mich eine Betrachtung des Lebens Jesus, von Jesus Christus. Mhm. Dennoch wird die Mutter Gottes ja angerufen, man appelliert an ihre Fürbittmacht. Wie ist das eigentlich biblisch begründet? Also zum Ersten ist mir wichtig zu sagen, die Mutter Gottes wird ja nicht angebetet, sie angerufen. Wird halt angerufen, verehrt. Es ist ein großer Unterschied, weil wir ja nur Jesus Christus, unseren Herrn, Gott, anbeten. Und biblisch ist die Begründung aus meiner Sicht sehr einfach. Die Mutter Gottes ist eins zu eins unlösbar mit ihrem Sohn Jesus Christus, dem Menschen, dem Gottessohn verbunden. Von der Empfängnis, als sie das Vieh hat nie gesprochen hat, beginnend über zum Beispiel das erste Zeichen zu Kanaan, das Weinwunder, bis hin unter das Kreuz. Sie hat ihren Sohn nie verlassen. War dann auch später bei den Jüngern im Abendmahlsaal bei dem 40-tägigen Gebet letztlich dabei, bis zum Pfingstereignis. Also eine solche Einheit zwischen der Mutter Gottes und ihrem Sohn ist wohl im wahrsten Sinne vorbildlich und einmalig. Mhm. Wo liegen denn die Anfänge des Rosenkranzgebetes? Ich glaube, sie liegen weiter zurück, als man heute vermuten würde. Also insbesondere auch Bischof Bucher beschreibt es in seinem Büchlein kurz. Man kann von weit über 800 Jahren ausgehen, wo das Rosenkranzgebet von heute zurück schon gebetet wurde. Mhm. Sicherlich in verschiedenen Ausführungen, mal länger mit mehreren Rosenkranzgesetzen. Tatsächlich war ein einschneidendes Ereignis für die Kirche dann die Schlacht von Lepanto. 1571. Wo dann das Rosenkranzgebet quasi im Rosenkranzfest 7. Oktober auch manifestiert worden ist. Und dann gab es auch in der Neuzeit eben dann Initiativen, die letztlich auch den lebendigen Rosenkranz begründet haben. Hm. Was bedeutet der Name Rosenkranz überhaupt? Ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Es erinnert natürlich Rose, eine der schönsten Blumen, Kranz, vielleicht auch das ist eine Interpretation von Bischof Bucher selbst, dass man sagt, früher, auch heute noch, bei Festen haben sich Mädchen, junge Frauen mit einem Blumengeflecht, einem Blumenkranz auf dem Kopf geschmückt. Das ist sicherlich eine richtige Erinnerung, also ein Geflecht, ein Kranz aus Rosen. Und jetzt dieses Bild übertragen auf eine Gebetsform, dass man sagt, diese 10 Ave Maria zum Beispiel mit einem Vater Unser vorangestellt, bilden eine Rose und 5 solcher Rosen zusammen erbilden einen Kranz. In der Gebetsschnur auch noch als Kranz geflochten mit den Kugeln hat man dann wieder eine solche Symbiose. Also ein schönes Bild. Ja. Gehen wir jetzt mal in die Praxis, Herr Jehl. Es ist heutzutage in unseren Gemeinden so, dass der Rosenkranz, wenn er noch gebetet wird, zumeist vor einer Heiligen Messe gebetet wird. Halten Sie das für eine sinnvolle Hinführung zur Heiligen Messe? Also ich halte es für sehr sinnvoll und auch für eine sehr schöne Art und Weise, das Rosenkranzgebet zu beten. Denn wie oft passiert es uns, also mir natürlich auch, dass man ganz schnell in die Heilige Messe quasi hineinrumpelt, in die Kirche, sehr spät dran ist. Vielleicht kann man nicht einmal richtig durchschnaufen. Und das bedeutet ja letztlich, dass ich schlecht vorbereitet bin auf das, was jetzt kommt. Und für uns Katholiken sollte ja die Heilige Messe wirklich der Höhepunkt sein. Und wenn man da 5 oder 10 Minuten früher schon in der Kirche ist, kann man sich auf die Heilige Messe einstimmen. Wenn ich das noch mit einem 25-30-minütigen Rosenkranzgebet mache, ist diese Einstimmung aus meiner Sicht nahezu perfekt. Der Rosenkranz, also gewissermaßen eine Hinführung zur Eucharistie, der allerwichtigsten Gottesdienstform, die wir Katholiken kennen. Jetzt heißt es auch in dem Buch von Bischof Bucher, der Rosenkranz könne auch dazu beitragen, unsere Kirchen wieder zu beleben. Wie ist das gemeint? Also ich sehe zwei wichtige Aspekte. Der erste ist, dass man zum einen durch die Betrachtung dieser Lebensstationen von Jesus Christus bis hin eben über Tod, Auferstehung, diese Glaubensgeheimnisse, dass man hier ganz einfach wirklich einen Beitrag wieder zur Neuevangelisierung leistet, um die Menschen an dieses Glaubensgut heranzubringen durch dieses Gebet.
und zum Zweiten, dass dieses Gebet in hervorragender Weise geeignet ist, Gemeinschaft zu bilden. Egal, ob es eine Gemeinschaft in der Kirche ist, die hier zum Beten zusammenkommt, oder ob es eine Gemeinschaft, wie dann im Sinn des lebendigen Rosenkranzes ist, wo man ja nicht unbedingt beisammen oder miteinander beten muss, gemeint am gleichen Ort. Mhm. Viele Menschen können sich auch nicht mehr aus dem Haus bewegen, sei es jetzt aus Altersgründen oder weil sie krank sind. Bietet auch hier der Rosenkranz eine Möglichkeit, Gott näher zu kommen durch das Gebet? Unbedingt in idealer Weise, weil man hier durch diesen lebendigen Rosenkranz, den Rosenkranz als solches natürlich auch, diese Gemeinschaft herstellen kann. Und wenn man das zusätzlich zum Beispiel über die modernen Medien, ob das jetzt KTV ist oder Radio Horeb, Radio Maria, wo auch das Rosenkranzgebet ja regelmäßig kommt und gerade älteren, kranken Menschen diese Möglichkeit bietet, hier an dieser größeren Gemeinschaft teilzuhaben, dann habe ich hier die ideale Möglichkeit, auch durch dieses Rosenkranzgebet. Mhm. Sprechen wir jetzt mal über den lebendigen Rosenkranz, Herr Jehl. Und dieser Rosenkranz, der soll gewissermaßen das Gebet des Rosenkranzes wieder in die Familie hineintragen oder auch in den Bekanntenkreis. Es soll sich gewissermaßen ausbreiten. Aber zunächst mal zum Namen. Was bedeutet denn lebendiger Rosenkranz? Also es ist eine ganz interessante Geschichte, wie dieser lebendige Rosenkranz entstanden ist oder ins Leben gerufen worden ist. Weil das Rosenkranzgebet, so wie wir es kennen, mit 5 Gesetzen, bedeutet in der Regel eine Gebetsdauer von 25 bis 30 Minuten, wenn man es auf Deutsch betet. Und das ist natürlich in erster Linie mal, wenn man das anschaut, eine lange Zeit, insbesondere im beruflichen Alltag. Also es schreckt ein bisschen ab. Richtig. Ja. Das ist sowohl heute in unserer hektischen, dicht getakteten Zeit eine Herausforderung, 30 Minuten beten. Das war aber schon vor Jahrhunderten so. Und so hat es tatsächlich in Frankreich, in Lyon, eine junge Dame gegeben, die Anfang des 18. Jahrhunderts, sie war die Tochter eines Unternehmers, eines Fabrikbesitzers, und sie hatte die Idee, sie wollte beten für interessanterweise Priester und Ordensschwestern in der Mission. Das war ihr Ansinnen. Und jetzt wollte sie diese Idee mit Leben erfüllen, im wahrsten Sinn des Wortes, unter die Leute bringen. Und sie kannte viele Leute, nämlich die Fabrikarbeiter ihres Vaters. Das war die Marie Charicot und Marie-Pauline Charicot. Und die Idee, die sie hatte, war genial. Sie hat nämlich das Problem mit der Zeit erkannt. Eine halbe Stunde pro Tag ist den Arbeitern zu viel, wenn sie am Abend fix und fertig nach Hause kommen. Und dann hat sie gesagt, passt auf, wir schließen uns in einer Gruppe zusammen. Jeder betet nur 5 Minuten, ein Gesetz, 10 Ave Maria, zuvor ein Vater Unser, und 5, wenn sich zusammenschließen und wir losen aus, welches Gesetz jeder von euch betet, dann bilden 5 bereits eine Rosenkranzgruppe. Sie hat das mit mehreren gemacht, also hat alle damals verfügbaren oder bekannten Rosenkranzgeheimnisse, das waren 15, hergenommen und hat eben das auf 15 ausgedehnt. Sprich, 15 Personen zogen per Loszettel ein Gesetz. Und das beteten sie eine gewisse Zeit lang. Und so war eine Gemeinschaft aus 15 Personen entstanden, die alle 3 Rosenkränze gebetet haben. Gebetszeit pro Person aber nur 5 Minuten. Also in der Kürze liegt die Würze. Das könnte ein Richtig. Erfolgsrezept sein. Gibt es denn noch weitere? Spielt es auch eine Rolle, dass man für etwas besonders betet, Gebetsintentionen hat? Also wenn man hier dann auch Appetit gefunden hat, sage ich einmal, und dann kommt selbstverständlich gleich die Frage, ja, wofür bete ich denn eigentlich? Es soll ja nicht nur automatisch ein Schema sein, das ich hier runterleiere, vielleicht, was manchmal Kritiker sagen, sondern dass man dann sagt, okay, man betet zum Beispiel in den Anliegen des Papstes, man betet in den Anliegen, die eine Schule hat, in den Anliegen der ungeborenen Kinder, in den Anliegen von Familien und. Der lebendige Rosenkranz, der fing in einem ganz kleinen Zirkel an. Mhm. Heutzutage verbirgt sich eine ganze Bewegung dahinter. Wie ist es denn mit dieser Idee weitergegangen, historisch gesehen? Also die Idee hat sich oder ist dann 1832 auch damals vom Papst quasi auf offizielle Stufen hochgehoben worden, wurde anerkannt und ist letztlich eingeflossen bis in die
höchsten Ebenen im Vatikan, in den entsprechenden Kongregationen, um hier das Glaubensgut zu bewahren, weiterzugeben. Und so gibt es weltweit verschiedene Initiativen. Auch im deutschsprachigen Bereich gibt es einen echten Verein mit der Vorsitzenden, einer Frau Legat, die auch im Buch genannt ist. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch dem Bischof Hubert Bucher sehr wichtig, dass hier keine Konkurrenz auftauchen soll, dass man sagt, jetzt gibt es wieder eine neue Initiative, sondern es soll eine Unterstützung sein, eine Gemeinschaftsaktion, auch wenn an verschiedenen Orten das System vielleicht etwas abgewandelt wird oder leicht modifiziert und angepasst wird für die Situation. Also es ist kein kirchlicher Verein in dem Sinne, Nein. wo man sich zu etwas verpflichtet, Nein. außer zum Rosenkranz beten. Genau. Jetzt mal ganz konkret, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuseher neugierig geworden ist und er möchte in seinem Umkreis einen lebendigen Rosenkranz, eine Gruppe gründen, wie sollte er vorgehen? Also die Idee, die im insbesondere ersten Teil grundgelegt wird, auch dieses Büchleins von Bischof Hubert, die Idee ist eigentlich ganz einfach. Man braucht 4 Mitstreiter, also wenn man zu fünft ist, kann das man ist sich so einen, die Mindestzahl. Das ist ja. die ideale Mindestzahl jetzt hier. Dann kann man sich einen Rosenkranz bestehend aus diesen 5 Gesetzen plus Vorspann, sage ich immer zu meinen Schülerinnen, kann man sich zu fünft schön aufteilen. Das System läuft in dieser einen Variante von Bischof Hubert Bucher so ab, dass man festlegt, mit welchem Gesetz man beginnt in der ersten Woche. In der zweiten Woche wechselt es zyklisch weiter. Also man nimmt jeweils das nächste Gesetz. Der das letzte Gesetz hatte, fängt mit dem ersten Gesetz dann an. Und nach 5 Wochen, wenn man 5-mal durchgetauscht hat, hat jeder praktisch einen gesamten Rosenkranz betrachtet, aber in einer Woche pro Tag eben immer 5 Minuten für ein Rosenkranzgesetz verwendet. Das bedeutet, spätestens nach 5 Wochen oder ein bisschen früher muss man in dieser Gruppe mal wieder zusammenkommen, um den Fortgang wieder zu planen. Jetzt haben Sie schon gerade von Ihren Schülern gesprochen. Über die Erfahrungen werde ich Sie auch noch befragen. Aber zunächst die Frage, ist denn dieser lebendige Rosenkranz auch für Jugendliche und Schüler wirklich geeignet? Was sind die Vorteile? Also ich sage ein unbedingtes Ja drauf. Ich sage aber auch dazu, man muss die Kinder, die gerade in dem Alter, wie ich sie jetzt an Gymnasium oder Realschulen bekomme, in diesen weiterführenden Schulen, man muss die Kinder im Alter von 10 Jahren zum Beispiel natürlich auch anleiten, einführen, ihnen auch klar machen, was man hier tut, warum es geht, warum das Gebet eine wichtige Säule ist in unserem Leben. Und dann sind gerade die jüngeren Kinder hier sehr aufgeschlossen und das ist für mich eben auch der Basisstein für so ein Stichwort wie Neuevangelisierung. Sie sagen es, Sie haben das Gebet an Ihrer Schule eingeführt. Jetzt sollten wir vielleicht mal kurz ein Wort über Ihre Schule verlieren. Wo sind Sie tätig? Also ich bin in Amberg tätig, das ist in der Oberpfalz und es ist eine Realschule und ein Gymnasium, jeweils nur für Mädchen, also monoedukativ. Und wir hatten vor ein paar Tagen 180-Jahr-Feier. Die Schule wurde am genau 25. November 1839 von der seligen Maria Theresia von Jesu Gerhardinger gegründet. Und bei der Einführung jetzt des lebendigen Rosenkranzes, wie sind Sie da vorgegangen, um das den Schülern schmackhaft zu machen? Also der Input, wie man zu Neudeutsch hier sagt, war ein Vortrag eben von Bischof Dr. Hubert Bucher, der im Frühjahr 2018 an der Schule war. Und der hat in mehreren Einheiten ungefähr 250, 300 Schülerinnen hier A von seinem Leben und B vom lebendigen Rosenkranz und der Bedeutung des Gebetes erzählt. Und es ist natürlich mal ganz, ganz entscheidend wichtig, wenn so eine Persönlichkeit als Zeitzeuge praktisch auch von Südafrika erzählend, er kannte Nelson Mandela auch persönlich, hier auftreten kann und hier wirken kann als Vorbild vor jungen Menschen. Das war der Startschuss. Die Folge war, dass wir ab Pfingsten 2018 den Schülerinnen einfach angeboten haben, wir wollen hier Gebetsgruppen bilden. Wer Interesse hat, kann mitmachen. Und so ist es losgegangen und ganz aktuell, wir haben das System ein bisschen modifiziert, haben wir fast 60 Schülerinnen, Lehrkräfte, aber auch eine Handvoll Externe, sprich Eltern, Großeltern, die hier gemeinsam täglich mitbeten. Und was sind Ihre Erfahrungen? Hat dieses Gebet etwas bewirkt
für die Schule, für die Schüler selber und für alle, die da mitgemacht haben? Also ich bin jetzt gelernter Naturwissenschaftler und kann sagen, im Sinne von, ich kann es ablesen an einem Messgerät, das und das ist besser geworden. In dem Sinne kann ich Ihnen jetzt keine konkrete Auswirkung sagen. Ich bin aber definitiv überzeugt, dass es eine Auswirkung hat. Also dieses Gebet muss eine Auswirkung haben, ob ich das jetzt momentan feststelle oder nicht. Andersrum, wenn man nicht betet, dann fehlt auch etwas. Mhm. Und es gibt so viele Situationen im Alltag, gerade an einer Schule, wo über 700 Schülerinnen mit Lehrpersonal, mit den Eltern, die Schulfamilie ist ein Gebilde mit letztlich mehreren tausend Menschen. Da ist tagtäglich so viel Segen notwendig. Die Anliegen sind derer viele, dass das Gebet garantiert schon vielfach sich positiv ausgewirkt hat, auch wenn es wir nicht messen können. Mhm. Nun sind Sie natürlich an einer katholischen Schule beschäftigt. Mhm. Haben Sie denn Hoffnung, dass der lebendige Rosenkranz auch Früchte bringen kann, sagen wir mal jetzt an einer ganz normalen Schule, in Anführungsstrichen, wo ein Religionslehrer den Mut aufbringen würde, den lebendigen Rosenkranz einzupflanzen? Also ich bin sehr überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Menschen, ob den Jüngeren oder den Älteren, dass wir den Menschen Vorbilder geben. Insofern auch an einer staatlichen Schule, wenn hier ein überzeugter Katholik sagt, ich habe diese Idee, ich möchte den lebendigen Rosenkranz etablieren an einer Schule und ich finde noch vier Mitstreiter und es ist hier eine Keimzelle entstanden, bin ich tief und fest überzeugt, dass es wachsen wird. Mhm. Ja, der lebendige Rosenkranz, ein Buch, das noch ziemlich neu ist. Also die Bewegung hat auch noch nicht so lange Fuß gefasst. Gibt es denn Unterstützer dieses Buches oder dieser Bewegung als solcher? Also es gibt hochrangige Unterstützer. Also hier konkret im Vorwort ist ein Kardinal, ein Bischof, also Kardinal Arinze und natürlich der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer, der hier dieses Gebetsanliegen, diesen Aufruf zu einem Gebetssturm, wie es ja im Untertitel heißt, auch sehr unterstützt. Und von daher hoffe ich, dass hier der Rosenkranz auch mit dieser Unterstützung weiter in unserer Diözese, in den bayerischen, deutschen Diözesen und letztlich auch weltweit gebetet wird. Letztlich hat ja Lourdes, Fatima sei nur genannt, die Mutter Gottes mehrfach hier zum Rosenkranzgebet aufgerufen. Also auch aus naturwissenschaftlicher Sicht muss ich sagen, auch die Vernunft spricht da einiges dafür, dass ich es mache und den Rosenkranz bete. Wie gesagt, das Buch möchte einen Gebetssturm entfachen, weil es die Welt nötig hat. Sind Sie als Christ persönlich von der Macht des Gebetes überzeugt? Haben Sie die Erfahrung gemacht, wie es Ihr Leben wandelt? Ja, definitiv. Es gibt viele kleine und auch größere Momente in meinem Leben, wo ich sage, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das jetzt sich gefügt hat. Und ich, wenn jetzt an meine eigene Mutter denke, an meine Großmutter denke, wie viele Gebetsstunden gerade diese beiden Frauen hier täglich, ich will nicht sagen absolviert, aber für den Herrn auch erbracht haben, für ihre Familien und alle, die an den Familien dranhängen, dann sage ich, das ist auch in meinem Leben schon spürbar. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit an der Schule und natürlich auch für die Verbreitung des lebendigen Rosenkranzes. Vergelt's Gott. Wenn Sie daheim, liebe Zuseher, neugierig geworden sind, halten Sie jetzt bitte Papier und Schreibzeug parat für die Angaben zum Buch. Das war Spirit, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Das Buch Der lebendige Rosenkranz, ein Gebetssturm, den unsere Welt nötig hat, von Bischof Emeritus Hubert Bucher, ist im St. Grignon Verlag erschienen und kostet 7,90 € zuzüglich Versandkosten.